Herr Präsident, meine Damen und Herren! Als ich 1970 als junger Student aus meiner Geburtsstadt Köln nach Berlin kam, tobte hier die Debatte um den seit Jahren versprochenen U-Bahn-Anschluss für das Märkische Viertel. Und von daher ist es nicht ohne Komik, wenn uns heute, 46 Jahre später, ein Antrag vorliegt, die U-Bahn-Anbindung des Märkischen Viertels samt Kosten und Wirkung zu prüfen. Aber gut, es sind ja noch 5 andere Vorschläge drin, damit jede Himmelsrichtung in der Stadt etwas zu diskutieren hat. Was Sie da entwerfen, ist ein Jahrhundertplan, der die Fantasie anregt, auch meine als regelmäßiger U-Bahn-Fahrer, und von dem das eine oder andere mittelfristig interessant werden könnte. Da diskutieren wir gerne mit. Aber es macht wenig Sinn, Herr Dietmann, da war ja so ein Zungenschlachtding drin, die Dinge gegeneinander in Stellung zu bringen, U-Bahn, Straßenbahn, Radverkehr. Wir brauchen wahrscheinlich bei allen diesen Verkehrsträgern Verbesserungen. Und eins möchten wir ganz sicher nicht, dass über die Zukunftsmusik dieses Antrags die praktische Anforderung vergessen wird, die neu entstehenden 12 Großsiedlungen verlässlich an das Verkehrsnetz anzuschließen. Und die schnelle und kostengünstige Lösung dafür ist dann wohl doch die Straßenbahn. Die ist vielleicht nicht so sexy wie die U-Bahn, aber dafür enorm praktisch. Und das ist für mich, nein, und das ist eine Eigenschaft, nicht nur für mich, die im wirklichen Leben nicht zu verachten ist. Das ist für mich die Lehre aus 50 Jahren Diskussion über U-Bahn ins Märkische Viertel. Und ich nehme den letzten Satz des Antrags, Herr Kreinz, mal als Hinweis, dass das zumindest ein Teil der Antragsteller ähnlich sieht. So, insofern bin ich mir sicher, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir kommen am Ende auf einen Nenner. Denn ich habe in 17 Jahren Abgeordnetenhaus 2 Dinge gelernt. Erstens, die Vorstellung, hier säßen lauter Leute, die sich die Taschen vollstopfen und lügen, wenn sie den Mund aufmachen, ist leider verbreitet, aber grundfalsch. Ich habe Sie als Menschen mit überdurchschnittlich viel Gemeinsinn kennengelernt, die sich alle auf ihre individuelle Weise, manchmal auch kontrovers, darum bemühen, an der zentralen Stelle des Parlaments das Zusammenleben von 3,4 Millionen Berlinern zu ermöglichen. Und das Zweite, was ich gelernt habe, oder was mir deutlicher wurde, jede und jeder von Ihnen steht hier nicht nur für sich selbst, sondern repräsentiert mehrere tausend Menschen, die, so darf man mit Grund vermuten, zumindest so ähnlich denken und fühlen wie Sie. Ich habe also gelernt, wenn ich eine Kontroverse mit Ihnen habe, habe ich zugleich eine Kontroverse mit Tausenden meiner Mitmenschen. Und ich habe daraus den Schluss gezogen, dass jede politische Entscheidung die Tatsache berücksichtigen muss, die anderen sind auch noch da. Sie müssen sich darin zumindest insoweit wiederfinden, dass sie damit leben können. Ansonsten hat eine solche politische Entscheidung auch keinen Bestand. Wir sind eben alle Berliner. Berliner in aller Buntheit und Vielfalt, aber auch mit allen Gegensätzen. Ohne die Gegensätze und Konflikte wäre es mit der Vielfalt ja nicht weit her. Das ist ja logisch. Wenn es vielfältig ist, ist es auch unterschiedlich und oft auch gegensätzlich. Ich wünsche mir deshalb bei der Abgeordnetenhauswahl im September vor allem eine hohe Wahlbeteiligung, damit jenen, die dem anmaßenden Missverständnis unterliegen, Sie seien das Volk, von der Vielfalt der Berliner unübersehbar gezeigt wird. Nein, ihr seid nicht das Volk. Das Volk, das sind wir alle. Ich sehe, es sind jetzt noch 60 Sekunden, aber es wollen ja auch andere noch was sagen. Deswegen lassen Sie mich zumindest eins zum Schluss noch sagen. Der Namenspatron unserer grünen Stiftung, Heinrich Böll, wir hatten es gestern auch im Hauptausschuss, hat mal gesagt, wir Kölner sind die Neapolitaner Deutschlands. Das haben Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, in meinem Fall oft, selbst für meinen Geschmack zu oft, zu spüren bekommen. Ich möchte mich bei allen entschuldigen.
denen die Brocken um die Ohren geflogen sind, wenn der Vesuv mal wieder explodierte. Und ich hoffe inständig, dass Sie in der Rückschau vielleicht sagen, der ging uns auch auf die Nerven und hatte zu viel Narrenfreiheit, aber dass niemand unter Ihnen ist, dem ich bleibende Verletzungen zugefügt habe, das kommt in der Politik ja auch mal vor. Und ich hoffe, dieses ist in all diesen Fällen nicht der Fall gewesen. In dem Sinne, liebe Kolleginnen und Kollegen, möchte ich mich bei Ihnen für die Jahre der Zusammenarbeit und den Streit bedanken und wünsche Ihnen allen, unseren natürlich am allermeisten, viel Erfolg bei der nächsten Wahl, an der ich nicht mehr teilnehmen werde, wozu ich dann als Kandidat, als Wähler natürlich, aber passiv nicht mehr. Das wünsche ich Ihnen einfach. Und ehe ich das vergesse, ganz zum Schluss gilt mein Dank vor allem den ganzen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Hauses, die uns hier immer gut unterstützt und immer wunderbar auf uns aufgepasst haben und wohl zum Teil deswegen auch durchaus innige Verhältnisse entstanden sind, gegenseitig, weil doch vieles sehr, sehr hilfreich gewesen ist. Und ich konnte mich über die gesamten Bediensteten hier wirklich überhaupt nicht beklagen. Sehen andere vielleicht manchmal anders, aber das ist mir nach all den Jahren doch vielleicht fast das wichtigste Anliegen. Und damit gehe ich jetzt.